Da ist Herr Gusor wieder. Ja, ich muss mich noch mal kurz entschuldigen für diese ja hin und her in den letzten Videos mit diesem Gohok Lalun und so weiter und so fort. Das hätte ich wirklich in einem Video so machen können, sollen, wie auch immer. Ich stelle dann wieder weitere Taktiken vor, indem ich dann das wirklich in einem Video mache, dass ich wirklich das zusammenschneide und dann sage, gut, okay, ich nehme mir jetzt Gewipe vor, probiere das halt mehrfach, hau das dann in ein Video rein, dann hat man das gebündelt und dann ist es fertig. So, dazu. Jetzt kommen wir wieder zu geilen Raids. Ich habe zuvor hier mit King O, hatte da ja die letzte Folge gesehen, war er ja da mit dabei, mit Tüte. Und jetzt hatte er mir die Base umgestellt, habe ich gesagt, ey komm, hau doch einfach mal raus, was würdest du sagen? Und hat mir die einfach mal umgestellt, weil ganz ehrlich, meine war schon wirklich Fail aufgestellt. Das stimmt schon, bloß ich habe das halt nie so dolle jetzt so gesehen, weil ich war da eh nur so ein bisschen unterwegs. Bloß jetzt habe ich auch gesagt, gut, okay, komm, jetzt bist du doch schon im Achterbereich unterwegs, jetzt soll da mal was Ordentliches hin. So, was haben wir hier? Wir haben Town Hall 8, ganz klar. Wir haben gute Truppen dafür auf jeden Fall und wir haben halt richtig volle Minen und Sammler, ganz klare Sache. Schauen wir uns mal an. Ganz normal Barge, aber wie gesagt, in dem Fall natürlich einwandfrei. Da ist natürlich richtig was zu holen. Wirklich gucken, hier einwandfrei, hier auch so weit weggestellt, dass halt der Minenwerfer nicht gleich rankommen kann. Gefällt mir gut, passt. Und hier jetzt erstmal Rathaus weggetackelt und dann geht die ganze Kiste los, denke ich mal. Ja, wir haben noch fast 90 Bogies, da geht noch einiges. Wir haben schon knapp 400k im Goldbereich, einwandfrei. So zwischendurch hier, mega geil mit dem Lucky. Mit dem Lucky, mega geile Nummer hier. Der kann hier richtig was splashen, einwandfrei. Ja, da kann halt eben auch so ein Lucky alleine schon richtig was bringen. Super. Geiles Ding, guckt mal, über 800k, was will man mehr? Richtig geiles Ding und so eine Dinger, wir dürfen halt gepostet werden ohne Probleme. So, Jani, ja, okay, hier ganz, ganz, ganz wichtig wieder, wirklich. Posten, ey, ging um Drachen, dann weiß man, gut, okay, drückt man nicht gleich weg, weil sonst ist der Loot geil, klar, aber halt nicht episch. So, hier muss man jetzt dazu sagen, dass ja mit den, da würde ich gerne nochmal kurz zurückgehen, weil ich gerne sehen wollten würde, das müssten drei sein. Gucken wir mal kurz. Zack. Ganz genau, das sind drei. Mittlerweile, ich hatte mit King O heute drüber gequatscht. Mittlerweile könnte man ja im Rathaus Dreierbereich, Rathaus Achterbereich, zwei Earthquake, ein Earthquake, zwei Blitzzauber und dann hätte man ja sogar noch den Gift, ja, was möglich wäre, weil damit würde man die Air Defense schon außer Betrieb setzen. Aber wie gesagt, hier drei Blitze, die Air Defense außer Betrieb genommen und jetzt gucken wir mal, was geht. Hier draußen natürlich ganz easy, klar. Und da muss man halt relativ schnell reinkommen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, bei den Drachen, da geht auch schon einiges. Ich meine, Level 3 Drachen, die hauen schon gut rein. So ist es nicht. Also da sollte das eine ziemlich geile Nummer werden. Hier, erste Air Defense ist weg. Und ich denke, die zweite wird es auch noch. Also dafür sind einfach noch genügend Drachen da. Ich denke, das sollte passen. Weil die halten schon einiges aus. Ah, schade. Es ist blöd geflogen. Na, der hittet ihn schon mal langsam an. Mal gucken, was hier geht. Ja, bloß ich meine, hier noch das Gold gesnackt. Passt das ja auch. Dann ist das alles nice. Aber ich denke mal, das müsste passen noch. Das schafft er, klar. Und da geht die Air Defense down einwandfrei. Richtig geiles Ding. Schön gemacht. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz. Dreier Drache, zack, zack, 33.000, also 330k im, ja doch, genau,
330k für die Drachen alleine, dann aber wiederum knapp 300k im Goldbereich. Passt also halbwegs klar. Wir haben 90k Alex gewastet und zusätzlich die Spells natürlich noch, klar, aber das hat sich summa summarum hat sich's gelohnt und man hat halt auch mal einen fetten Angriff. So ist es ja nicht. So, apropos fetter Angriff, ich würde ja gerne auch noch mal einen Angriff machen. Ich hoffe mal, ich habe hier was Schönes, ansonsten skippe ich das einfach raus. Ach so, und dann habe ich mich noch mit dem Kingo unterhalten im Bereich Elgato und ich werde sie mir nicht holen. Also ich habe das bei mir angeschlossen, ist auch so grundsätzlich ganz nice, funktioniert gut, aber ich sehe einfach den Mehrwert da drin nicht. Wenn ich jetzt sage, gut, okay, ich kann halt mit dem iPad angreifen, logisch, man ist halt wirklich live dabei, man kann halt Multitouching machen, aber dafür jetzt insgesamt um und bei 200 € rauszuhauen, dann mache ich es weiterhin ganz normal mit BlueStacks. Dafür funktioniert BlueStacks gut genug. Und nur um jetzt den Sound synchron zu haben, jetzt im Bereich Game Sound vom Spiel selber, ist es mir das einfach nicht wert. Das muss nicht sein. Dafür ist also die Elgato selber, kostet doch ein bisschen über 100er und das ist es mir dann nicht wert. Dann zusätzlich dieses Adapterkabel noch von HDMI auf Lightning. Den kann man nur original nehmen, weil das eben am besten geht. Und Olli sagt auch, ja, der wird auch warm, also weil da halt eben jede Menge Daten auch rübergehen. Und ja, da willst du ja nicht irgendwas nehmen, nicht, dass dir das Ding dann abraucht, habe ich auch keinen Bock drauf. Und ja, da würde es dann effektiv, wie gesagt, um und bei auf 200 € rauslaufen und das möchte ich einfach nicht. So, hier wieder ganz normal weggesniped. Den hier nehmen wir. Hier noch relativ wenig, aber der hier ist voll, der ist gut gefüllt, das passt. Rathaus werde ich nicht kriegen, das glaube ich nicht. Auch wenn ich hier meine 200 Bogies habe, aber die werden da in dem Bereich nicht so viel killen können. Mal gucken. Und hier will ich auf jeden Fall auch noch die Goldminen haben. Auf jeden Fall. Jetzt könnte man noch einen Rage reinballern, aber ich probiere das mal ohne. Hier oben bin ich schon durch. Oh, läuft, läuft noch 60k ungefähr im Gold. Einwandfrei, das ist ein super Durchmarsch. Einwandfrei. Ist halt ganz normal. Und wie gesagt, den Angriff seht ihr jetzt halt hier, weil ich eben gerade eh am Machen war. Aber ansonsten ist das jetzt auch nicht einer, wo ich jetzt sagen würde, oh, hier, den müsste ich jetzt posten. Sondern wirklich, ist es so. Ich sag mal, spätestens jeder 20. Angriff ist ungefähr so. Und ja, da braucht man jetzt nicht wirklich sagen, okay, hier, den nehme ich mit. So, hauen wir die Truppen nochmal raus. Ja, die sind noch einwandfrei dabei. Dann gucken wir mal weiter. Nice Loot von Jani hatten wir, glaube ich, schon. Genau, das war mit den 10 Drachen. Einwandfrei. Leon. Reicht nicht. Obwohl ich gucke mir gerne mal die Kombination an. Aber stopp. Da halt muss man halt wirklich beachten. Es sind die Heiler ganz, ganz wichtig. Wir sind an die Pros absolut gar nicht. Die sagen sich, klar, Heiler heilen keine Lufttruppen. Ganz, ganz wichtig. Und mit dem Magier auf Level 4 muss man jetzt hier sagen, hier mit dem Magierturm hier Level 2, das ist vollkommen Pillepalle, der ballert jetzt nicht so übel rein. Aber ansonsten muss man halt wirklich aufpassen, dass es eventuell gar keinen Nutzen hat, die Magier zum Beispiel zu heilen. So, aber hier passt das natürlich von der Base her einwandfrei. Dann gibt es einen ordentlichen Durchmarsch auf jeden Fall. Hier, zack, die splashen natürlich die gesamte Base auseinander, weil hier wirklich deathmäßig nichts am Start ist. Ganz klare Geschichte. Dann sogar noch schön der Rage drinne gewesen, einwandfrei. Also das läuft. So, hier schön. Also hier super, super in der Kombination. Einwandfrei, zack, wird gleich wieder hochgeheilt. Jetzt geht die Air Defense los, aber wird gleich von den anderen Truppen ausgeschaltet. Also ist eine richtig geile Combo. Ast rein, Daumen nach oben, super geil gemacht. Aber wie gesagt, war
Defense-mäßig natürlich auch schwach. Plus, da kannst du ja jetzt nichts für. Also, Leon, der Gegner war halt einfach low und fertig aus. Hat sich mit den Truppen gut gemacht. Wie gesagt, wenn man jetzt wieder hochrechnet, was wie viel wert ist. Ich meine, ein Packer kostet 28 auf Level 1, muss man auch durchrechnen. Aber ich gehe mal davon aus, du wolltest halt einfach mal sehen, was so machbar ist. Und das hast du gezeigt. Lief einwandfrei. Also hier wirklich in Kombi mit den beiden Heilern einwandfrei. Passt. So, jetzt haben wir noch 31 Sekunden. Die will ich euch jetzt hier nicht, wer weiß wie, lang machen. Da typisches Problem halt wieder hat der anzugreifende, der Verteidiger, halt wieder alles hin und her gestellt. Passt einwandfrei. 1,3 immerhin ein bisschen geraubt. Ihr seht es, Minen und Sammler leer. Also muss man rein. 1,3, genau. Ich dachte gerade, leere Sammler, leere Minen und leere Lager. Wo sollen 1,3 Millionen liegen? Roro haut wieder ordentlich rein. Richtig geil. Und jetzt, ganz ehrlich. Jetzt seid ihr mal bitte auf der Seite bzw. an der Stelle von Roronoa Zoro, der aus meinem Clan kommt. Und der hat jetzt einen fetten Raid. Und der wurde jetzt durch so einen anderen blöden Raid weggespammt. Dann sagst du doch auch, okay, nimm dir einen Stock. Oder nicht? Also von daher. Richtig, wenn man wirklich richtig geile Dinger zu posten hat, einwandfreie Sache. Hier erstmal einen Luftfeger außer Betrieb genommen, hätte er gar nicht machen müssen, theoretisch, weil er hat ja keine Lufttruppen. Es sei denn, weiß ich nur nicht, dass er noch was Fettes in der CB hat. Das kann ich nur nicht sagen. So vorsichtig. Ah, okay. Also ganz normal Lufttrupps. Ganz normal. Ich sag mal, Landtruppen. Okay, zwei Heal dabei, was bei den Truppen eigentlich untypisch ist, aber, also zumindest jetzt die Magier halten das natürlich ohne Probleme aus. Da kann man auch sagen, gut, okay, komm, ich hau hier einen Heal raus, weil die halt wirklich von der Stärke her selber schon so viel abkönnen, dass die auch mal einen Minenwerfer abkönnen. Aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt streiten wollen, aber einen gemaxten Minenwerfer. Da sehen die doch auch schon ganz schön alt aus, oder? Zack. Aber läuft auf jeden Fall richtig geil. Und wie gesagt, hier jetzt zu meckern und zu sagen, oh hier, warum hast du da nicht nochmal 3k mehr geholt? Komm, ganz easy, super geil gemacht. Geiler Loot. Richtig schön. Ich hoffe, meine Argumentationsweise, sag ich mal, gefällt euch wieder besser wie vor kurzem, sage ich mal, wo ich so ein bisschen sehr nörgelig war. Ja, hier only Bogen. Ganz normal halt. Zack, zack, zack. Aber beides, Lager und Sammler, wirst du nicht kriegen, ganz klar. Ah, das ist schon ein Fail. Das ist schon ein Fail. Na, jetzt kommt es hier noch. Ich wollte schon sagen, weil sonst ist nicht so Knüller. Hielt sich echt im Rahmen, würde ich sagen. Das soll es dafür erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke auch mal wieder, ich fange wieder mal mit Burgenchecks an. Aber wie gesagt, so wie ich es zeitlich schaffe. Ja, das war's von mir. Ihr haut rein. Ciao, ciao.